Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind gerade dabei mit unserem RevSciCraft schon mal praktisch den Vorweg, die Vorbereitung für die Ankunft der Atlantis auf Minmus zu legen. Und dafür sind wir gerade kurz vor der Beschleunigungsnote. Ups, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass unsere Dinger kaputt gegangen sind. Stage destroyed. Ach, das war die Nase. Und oh, 3002. Das waren die beiden Swivel Engines, die ich nicht refundet habe, weil ich vergessen habe, Fallschirm aufzubauen. Mein Fehler. Okay. So. Also, hier haben wir einen Established Burn, sprich eine erwartete Brennzeit von 1 Minute 15 und zwar in 15 Sekunden. Oh Gott, ich hab's verpennt. So. Bitte ausrichten. Und Vollschub. Los geht's. So. Dann brennen wir ganz fleißig. Hier wird gleich der Fuel ausgehen, dann werden wir die ersten Tanks absprengen, dann werden wir ein bisschen leichter werden. Okay, machen wir hier mal Warp an. So. Okay, die sind schon leer. Dann werden wir jetzt leider ein bisschen Vorlieb nehmen müssen mit manueller Abdockung. Tut mir leid, dass das jetzt im Dunkeln passiert. Okay. Nummer 1. Und ich sehe auch nichts. Decoupled. Nummer 2. So. Vollschub. So. Damit sind wir ein bisschen leichter geworden. Das ist schon mal was. Komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. Warp. Warp 3. So, sieht auch gut aus. Ein bisschen bremsen. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Ein bisschen mehr. Das reicht. Stopp. Gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier eine Note hinbekommen. Und zwar müssen wir ein Intersect mit Moon herzaubern. Also, runter mit der Nase. Aha. Mehr runter mit der Nase. Verdammt. Und sogar noch bremsen müssen wir. Verdammt, ich habe zu weit beschleunigt. Aha, da war ein Intersect. So. Okay. Bisschen höher vielleicht. Nein, höher ist schlecht. Bisschen runter. Nein. Oder doch? Nein. Nein, nein, nein. Höher. So, halt. Genauso. Okay. Vielleicht noch ein bisschen bremsen? Nee, 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 das war zu viel. Nee, immer noch zu viel. So, genau so wollen wir es haben. Okay. So. Dann mal auf die Note ausrichten. Oh Gott, bis das Ding sich dreht. Ich habe keine Reaction Wheels verbaut. Ich dachte, die Probeco hat genug Reaction Wheel. War vielleicht nicht so clever. Also gut, was heißt? Dafür müssen wir nur 13 Sekunden brennen. Das ist immer ein bisschen entspannter dabei. So. Dann warten wir, bis es soweit ist. Und zwar in einer Minute, 50 Sekunden, 40, 30, 20. Nicht übertreiben, schön sanft. Wir müssen 13 Sekunden brennen. Ich würde mal sagen, dann reicht es, wenn wir 6 Sekunden vorher zünden. So, es ist 10, 9, 8, 7, 6, Zündung. Wow, 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 das schlägt mir aus. Wow, 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 warum, ist das, warum schlägt denn das Teil jetzt so heftig aus? Was ist denn hier los, verdammte Axt? Hey. Achso, hoppala. Ich habe ihn ja immer noch auf Prograde gestellt gehabt. Er hat versucht auf Prograde. Verdammte Axt. Das war jetzt ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ja. Mist. Jetzt muss ich hier ein bisschen bremsen. Ist nicht so leicht ist mit den Reaction Wheels von dem toten Esel. Komm, 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 komm. So, okay. Ganz sanft, ganz sanft. Ganz sanft. Uns ja nicht kaputt machen. Mehr bremsen. Da kommt unsere Note. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Und plupp. Okay, wir nehmen es so. Das passt. Okidoki. Wie sieht es mit dem Fuel aus? Mhm. Ist überraschend wenig. Na gut, was soll man machen? Na gut, also los geht's. Schön Auge auf der Atlantis behalten. Die ist da hinten. Okay, wo ist der Moon eigentlich? Das ist so krass, guckt euch das an. Das hier ist unser RevSciCraft. Das ist die Atlantis und da ist Minmus. Keine von beiden steuert auf Minmus zu, also so richtungstechnisch. Hoppala, sorry, bin ans Mikro gekommen. Und trotzdem werden beide am Minmus ankommen.
Dabei fällt mir gerade auf, wir sollten mit der Atlantis mal ein bisschen Acht geben, was wir da treiben. Switch to. Geht mal zu Atlantis rüber. So. Okay, da ist die gute Atlantis. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein Intercept mit Minmus? Ja, eher so nö. Na toll. Ja, das ist blöd. Können wir jetzt hier irgendwie... Ich meine, wie habe ich mir das denn gedacht? Ich dachte, ich hätte hier einen Intersect irgendwie zusammengezaubert. Habe ich irgendwie verschüttelt. Okay, was sollen wir machen? Pech gehabt. Dann drehen wir noch eine Runde und holen uns dann bei der nächsten Umdrehung Intersect. Kriegen wir schon hin. Also gut. Beschleunigen wir ein bisschen. Müssen wir schauen, dass wir jetzt beide Crafts im Auge behalten. Okay, so. Und dann... Wenn wir das nächste Mal hier oben sind, ist Minmus da hinten. Wenn wir also minimal beschleunigen... Okay, ist vielleicht nicht. Dann, wenn wir bremsen... So... Oh krass, müssen wir da bremsen. Oh Gottes Willen... Nee. Das machen wir nicht. So. Wir drehen uns lieber noch eine Runde. Wir werden vielleicht sogar ein bisschen beschleunigen, um nicht zu riskieren, Intercept mit dem Moon zu kriegen. Revsycraft ist da hinten. Okay, wir sind an der Uphills bis mal wieder vorbei. Ganz schlecht. Stop Research. Macht der gerade irgendwie Research? Egal. Stopp es. Q-Report bringt uns nichts. Gut. So. Dann werden wir hier mal nur ein bisschen, nur ein Schübchen beschleunigen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir uns zu lang drehen, da irgendwie ein Intercept mit Moon bekommen und... das machen wir nicht. So, okay. So, sind wir außer Gefahr. Gut, dann geht's zurück zur Revsycraft. Switch to? Ja. Dann müssen wir schauen, dass wir hier in den Moon Orbit mal anständig einschwenken. Also Minmus Orbit, entschuldigt. So. Ups, das sehe ich jetzt auch. Wir kommen da ja erst rein. Okay, schauen wir, ob wir da nicht vielleicht ein besseres Manöver hinbekommen. Wenn wir nämlich ein bisschen nach unten steuern... Sieht doch schon besser aus. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen bremsen. Ja, vielleicht eher bremsen als nach unten steuern. Haben wir eine Periapsis von 500.000? 300.000? 260? Das wird mehr. Das wird auch mehr. Ups. Jetzt wird es wieder mehr. So, beschleunigen. Oh, das ist gut. Dann haben wir aber... Da, jetzt rollen wir aber so auf den Mond. Ist egal, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt genau so. Und dann werden wir sehen, wie die Atlantis in den Orbit einschwenkt. Und dann werden wir eher das Revsycraft nach der Atlantis orientieren als andersrum, weil die Atlantis natürlich schwerer ist und Mohammed kommt zum Berg, nicht der Berg nach zu Mohammed, also entsprechend brauchen wir nicht so viel Fuel, das kleine Revsycraft zu bewegen. Also werden wir das machen. Okay, komm, los, hoppla, hoppla, hopp. Alles gut bei dir? Ja, Electric Charge ist da, Liquid Fuel, Monoprop, alles gut. Oh, ich könnte das Monoprop ja benutzen, um mich auszurichten, so für die Zukunft. Okay, das ist 8 Minuten entfernt. 4 Minuten, 3, 2, 1 Minute, 30 Sekunden. Wir werden auch gar nicht so lange brennen müssen, also... Ich schätze mal 3 Sekunden Burn oder sowas. Das gibt er mir leider nicht an. Also gut, und... Feuer und Stopp. Ich sag's doch. Wie hoch sind wir? 155.000, perfekt, keep. So, wie ich sagen, Minimus, wir kommen. So, hier hinten ist die Atlantis, die dreht sich da hinten ganz fleißig. So. Ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil die ganzen Poo-Container, also die ganzen Mulch-Container, die die Körbelpupus aufsammeln sollten, sollten natürlich möglichst früh an die
Atlantis gebracht werden, aber naja, wo keine Wahl ist, ist keine Wahl, was soll man da machen? Also gut, dann werden wir da hinten die Bremse reinhauen. Ach Quatsch, das machen wir ohne Manöver-Node. Nicht übertreiben. Oh, oi, 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 oi. Und Stäbchen. So. Und bitte ausrichten. Ah, sie es hilft. Na? Komm, 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 komm. Oh Mann, da vorne haben wir ja was dabei. Also ich lasse ihn sich alleine ausrichten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Fehler. Der geht halt meilenweit an der Node vorbei. Okay, komm, den Rest machst du doch jetzt bitte mit den Triebwerken. Mach keinen Scheiß. So. Vollschub. Und wir haben hier richtig die Bremse rein. Müssen es nicht übertreiben, weil am Ende müssen wir noch hochbeschleunigen. Also schön entspannt. So. Und langsam runterbremsen. Stopp, das reicht. Naja, 60, 600.000. Wir müssen eh in Low Moon Orbit, auch mit der Atlantis. Also 300.000, das reicht. Wie sieht es mit dem Fuel aus? Naja, haben wir sogar noch ein bisschen was. Wir brauchen ja nur den mittleren Tank, um heimzukommen. Entsprechend sind die zwei äußeren zum Refuelen der Atlantis. Okay, damit ist das Rev-Sidecraft in Position. Und gehen wir zu Atlantis. Switch to. Okay. Gut, wie kriegen wir das jetzt am blödsten hin? Wir drehen uns ganz fleißig ein Weilchen und hoffen, dass uns die Kürbis nicht die Haare vom Kopf fressen. Wie viel Food haben wir noch? Hier ist Supplies. Ja, 400 haben sie erst verputzt bisher. Huh! Was ist das? Intercept mit Moon. Nein, 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 ganz böse. Ich will kein Intercept mit Moon. Hör auf, Schluss damit. Verdammt. Der wird uns runterbremsen. Moon Encounter. Mach den weg. I. Okay, wie kriege ich den jetzt hier weg? Du bist, er zeigt mir jetzt nicht mehr den Encounter mit Minmus an, aus irgendeinem Grund. Unset Target. Set Target. Ah, jetzt. Nee. Hm. Ah, okay. Dadurch, dass ich mich jetzt drehe, einfach nur drehe, ich habe nichts beschleunigt, verändert sich jetzt mein Encounter mit Moon. Fragt mich nicht. Also gut. Losgedreht. Wir werden hier oben an der Apoapsis noch ein bisschen beschleunigen, um wirklich zu verhindern, dass wir den Moon treffen. Okay, an der Stelle. Wir können auch schauen, ob wir es schaffen. Unser nächster Intersect ist nämlich, wenn ich das richtig sehe, dort ist der Moon, wenn wir hier oben sind. Wenn wir jetzt hier beschleunigen, ja, dann wandern die zusammen. Seht ihr das? Ich meine, es sieht jetzt viel aus, aber so viel müssen wir gar nicht beschleunigen. So, mehr Bremsen, noch mehr Bremsen. Okay. Wenn wir das nach innen verschieben, wird das besser oder schlechter? Verändert sich eher so kaum. Ah doch, wenn wir weiter hinten bremsen, müssen wir sogar noch weniger beschleunigen. Seht euch das an? Die wandern hier schön zusammen. So. Okay. Dann muss ich danach nicht übertreiben. Hier ist gut. So, nehmen wir an. Dann haben wir hier ein Periapsis von 600.000. So, es wird mehr, es wird weniger, wenn ich weiter... Nee, so. Das wird mehr. So, das sind minimale Änderungen, die am Ende einen riesen Unterschied machen von der Periapsis her. So. So, da haben wir 200. Ah, das wird schon wieder mehr.
60, 50, 255. Besser, wenn wir es nicht hinkriegen. Okay. Also gut, dann richten wir uns schon mal aus. Und dann müssen wir 50 Meter pro Sekunde beschleunigen, was jetzt wirklich nicht viel ist. Und dann haben wir einen Moon Intersect. Minmus Intersect, entschuldige, ich krieg das irgendwie nicht gebacken. So. Okay, so. Nicht übertreiben. Ich meine, es ist noch ein Tag bis dahin. Nein, es sind nur noch 2 Stunden bis dahin. Dieser Warp ist echt gemein. Wie lange werden wir etwa burnen müssen für 50 Meter pro Sekunde? Wir müssen dran denken, wir haben dieses fette Schiff hier, womit wir brennen müssen. Also würde ich sagen... 10 Sekunden. So. Okay, also. Dann geht's mal los. Schön entspannt. Schön ausrichten. Ja. Hoppala. Schon wieder den Autopiloten auf Prograde gerichtet. Der spielt dann immer nicht so wirklich gut mit. Okay. Noch ein bisschen vielleicht. 2 Meter pro Sekunde fehlen uns noch. 2,3 fehlen noch. Ha. Wie sieht's aus? Wie viel haben wir? 900.000. 700. 500. 400. 350. 280. 255. Passt. Keep. Nehme ich. Okay. Also, unser gutes RevSciCraft wartet doch schon dort schon auf uns. X-Science, können wir hier irgendwas machen? Oh, wir können Experimente machen hier. High over Kerbin. Ja, aber das dauert ewig und. Eigentlich, wir verlieren doch nichts, wenn wir das starten, oder? Gehen die kaputt? Im schlimmsten Fall resetten wir sie halt. Also. Hier. Start Experiment. Start Cyclotron und Start Research. Okay. Das wird ein Weilchen dauern, aber wir sind ja auch ein Weilchen unterwegs. Ich meine, der Encounter ist in 32 Tagen. Bis dahin ist das voll, oder? Bis dahin haben wir ja wohl das Research fertig gemacht. So. Plant Flag und Minmus müssen wir auch noch machen. So. Wie sieht's aus? Ah. Wie refuses to work? Was war denn da los? Okay, wir fragen mal nicht. Die haben locker genug Essen. Ich weiß nicht, was da los ist. Na gut. Also. Hier, Finalized Results. Gibt 90 Science. Immerhin. Finalized Results. Gibt 140 Science. Und die sind auch fertig. Gibt 160 Science. Oh yeah. Läuft doch. Haben noch ein bisschen Science eingestaubt. Vielleicht sollten wir das jetzt abdocken. Vielleicht sollten wir das jetzt abkoppeln, bevor wir einen Minmus-Encounter haben. Ja. Wir koppeln das jetzt ab. Nein, wir koppeln das an der Apoapsis ab. Jetzt ist es jetzt eh uneffektiv. Koppeln es an der Apoapsis an, das ist die beste Lösung. Oh ja. By the way, ein kleiner Quicksave zwischendurch wird nicht schaden. So, und Apoapsis ist erreicht. Also, hier sind unsere Results, genau. Irgendwie kriege ich diese Meldungen, dass die irgendwie nicht arbeiten wollen. Das ist irgendwie verdächtig. Also gut. So. Der hier wird abgekoppelt. Oh Gott, jetzt bitte nicht schief gehen. Hier ist viel drin? Okay. Batterien haben Strom? Ja. Dann wird's Zeit. Ja, ich krieg die Note hier. Die Kappel. So. Die kappelt. Okay. Gut aus. Retrograde ausrichten. Paneele ausklappen. Okidoki. Engine aktivieren. So. Und dann haben wir hier mal ein bisschen die Bremse rein, weil wir wollen... Das Ding will keinen Intersect mit Minmus. Huh.
Ich bremse hier ganz fleißig, aber irgendwie... Toll, jetzt kriege ich einen Moon-Intersect da hinten. Ist das so schlecht? Der Moonlight... ich vertraue dem irgendwie nicht so wirklich. Oh Gott, der haut uns da irgendwo in die Prärie rein. Ich mache das auf die gute altmodische Art einfach mal selber. Selber runterbremsen, bis auf... Mach mal 2 Millionen. Mach mal 1 Million. So, das reicht. Problem erledigt. Gut, der ist unterwegs. Solarpaneele sind zur Sonne ausgerichtet. Ja, check. Gut, dann können wir zurück zu Atlantis. Atlantis, switch to. Also jetzt haben wir 3 Crafts, die gleichzeitig in der Gegend rumkümmeln, um die wir uns alle kümmern müssen. Also, aber die Atlantis ist gerade die wichtigste. So, und ihr hört mal auf, hier ständig zu arbeiten. Schluss damit. Also, meine Befürchtung ist, dass sie aufhören zu arbeiten. Was ist hier los? Stoppen wir auch. Was weiß ich, was die haben. So, also, los geht's. Ab nach Minmus. So, hier ist die Atlantis Probe. Da ist Minmus, da dreht sich RevSciCraft. Und wir bewegen uns mit der Atlantis mal auf direktem Weg in den Orbit. So. Gut, dann werden wir da hinten die Bremse reinhauen. In einer Höhe von 1/4 Million Kilometer. Oh oh. Das RevSciCraft wird seinen Spaß haben, da seine Node anzupassen. Aber ist jetzt sein Problem. Ah, vielleicht hätten wir es vorher drehen können, so ein bisschen anpassen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt machen wir das so. Jetzt ziehen wir das durch und fertig. So, Atlantis. Bitte ausrichten. Gut. Retrograde. Und beschleunigen. So. Schön kreisförmig, wie es geht. Stopp! Hervorragend. So, das hätten wir geschafft. Mach das mal weg. Wie viel haben wir noch? Supplies, fast 4000 noch. Fuel, Liquid Fuel, ist das 2000? Haben wir echt noch 2800 Liter Liquid Fuel? Ja, jeweils 500? Tatsächlich. Und ich habe mir hier irgendwie einen Ast abgebrochen, um 300 zusätzliche Liter hochzuschießen. Ja. Also gut. Switch zum RevSciCraft. Set as Target. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Moment, die Atlantis dreht sich auch noch so, ne? Und wir drehen uns so. Das heißt, wir müssen unsere... Wir müssen unsere Umdrehungsrichtung auch noch kippen, oder? Ja. Wir müssen also nach Norden beschleunigen, würde ich sagen. Bis unsere Umlaufbahn komplett gekippt ist. Uff, das ist ja blöd. Zum Beispiel hier, an der Stelle, werden wir nach unten drehen müssen, glaube ich. Oder nicht? Oh Gott, das ist viel zu viel Delta V, das haben wir ja niemals. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Da müssen wir schauen, wie wir zurechtkommen. Da müssen wir gucken. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also, wenn ihr dabei sein wollt, wie wir es schaffen, damit an die Atlantis anzulocken und gleichzeitig die Atlantis-Probe nach Hause zu bringen, beim nächsten Mal reinschauen. Bis dahin, viel Spaß noch.